Hallo bei Lisas Leute. Heute ist die Sarah Ulbert bei mir. Sarah ist Referentin im Familienservice an der FH Trier und hier am Umweltcampus Birkenfeld. Du wirst uns heute was zum Girls Day erzählen. Was ist denn der Girls Day? Also der Girls Day ist eine bundesweite Veranstaltung, die schon seit vielen Jahren stattfindet, in der Mädchen Berufsbilder und Studienfächer vorgestellt bekommen, die sie vielleicht vor dem Girls Day nicht in Betracht gezogen hätten. Mhm. Wann findet der denn dieses Jahr statt und Mädchen in welchem Alter können sich anmelden? Dieses Jahr findet er am 26. April statt, das ist ein Donnerstag. Anmelden können sich Mädels im Alter von 12 bis 18 Jahren. Mhm. Müssen die Interessentinnen bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Und wenn sich Interessentinnen anmelden wollen, was müssen sie da tun? Bestimmte Voraussetzungen muss man eigentlich nicht erfüllen, man muss nur Interesse an dem angebotenen Workshop haben. Anmelden kann man sich auf der Girls Day Website, das ist www.girls-day.de. Mhm. Ja, das Wichtigste, was für Workshops bieten wir denn überhaupt an? Am Umweltcampus bieten wir dieses Jahr zum Beispiel Workshops zum Thema Roboterprogrammierung an. Da kann man lernen, wie ein Roboter programmiert wird, wie er konstruiert wird, wie er sich zusammensetzt. Und ein weiterer Workshop, der vielleicht sehr viel Interesse hervorruft, ist Naturkosmetik, Chemie versus Natur. Mhm. In dem können Mädels experimentieren, wie man Cremes, Lippenstifte selber herstellt und welche chemischen Prozesse dabei ablaufen. Mhm. Hört sich sehr interessant an. Ich würde selbst gerne mitmachen, aber ganz klein bisschen so alt. Ja, aber wie gesagt, die sich anmelden dürfen, einfach auf die Homepage gehen, anmelden und dann zum Umweltcampus kommen und mal Cremes machen. Genau. Informationen zu der Veranstaltung, zu allen Veranstaltungen, könnt ihr auch auf unserer Webseite finden. Das ist www.gsb.fh-d.de. Kommt vorbei. Tschüss.